Mahlzeit Leute, willkommen zum neuen Video heute, ein kurzes Video heute. Ich möchte auch gerne euch mal heute von Judy die Wickelhilfe vorstellen, weil ich die persönlich sehr schön finde. Die ist richtig schön verarbeitet, kostet so um den Dreh 9,99 €, war es mir aber wert. Also ich fand sie richtig schön, sie ist massiv, aber das sehen wir uns gleich in der Draufsicht an und dann können wir einmal kurz alles durchgehen, was dabei ist. So, hier haben wir das gute Stück, schönes Case, schön massiv, nichts fällt so lose durch die Gegend. Es gibt ja so manche Wickelhilfen, die in diesem Starter-Set mit bei sind, die so gerne in so einem Beutel ausgeliefert werden. Da ist man aber hier alles zusammen in einem Case. So, dann gucken wir mal da rein. Also, das ist das gute Stück. Hier ist schön gelasert, das Hauptstück. Es ist aus einem Stück aus Edelstahl. Das ist nicht hohl, das ist schön massiv. Liegt sehr gut in der Hand. Und hier haben wir die einzelnen Pins für die Durchmesser der einzelnen Wicklung, die wir dann haben möchten. Das geht los mit 1,5 mm in 0,5er Schritten bis 4,0 mm. Den hole ich jetzt auch mal raus. So, da sind die Pins, die vorne reinkommen. Das ist der 4,0er, steht es auch noch mal drauf. So. Ja. Und hier vorne wird der reingesteckt. So. Der lässt sich gut noch in sich drehen. So, und dann kann man hier den Draht reinstecken, hier vorne in den Schlitz. Hält den fest und dann kann man sich die Wicklung selber so drehen. Also da kriegt man wirklich alle Wicklungen eigentlich ganz gut hin. Ob es eine Space Coil ist, also wo ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Windungen ist, oder Micro Coils, das kriegt man hier super mit hin. Dann kann man den hinterher schön abziehen und kann man dann im Tankverdampfer oder im Tröpfler schön reinpacken, kann es so ein bisschen ausrichten. Ich mache das meistens mit dem noch drin. Ja, super verarbeitet. Das war's, dann sehen wir uns jetzt gleich oben wieder. So Leute, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ein Abo wäre richtig geil. Wir sehen uns. Bis die Tage.